Nach den Aktivitäten und unterschiedlichen Aktivitätstypen behandeln wir jetzt noch einmal näher die Ereignisse. Mit Ereignissen hatten wir es ja grundsätzlich schon zu tun. Wir wissen schon, dass es sowas wie Startereignisse, Endereignisse und Zwischenereignisse gibt. Wir wissen auch schon, dass es unterschiedliche Ereignistypen gibt. Mit zwei davon haben wir schon gearbeitet. Das waren die Nachrichten- und die Timer-Ereignisse. Wer mal auf diese Tabelle schaut, sieht aber, dass die BPMN noch viel mehr unterschiedliche Ereignistypen bietet und die auch noch in unterschiedlichen Formen einsetzbar macht, in Formen, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Die kommen wir dann gleich noch näher zu sprechen. Grundlegend, wenn wir uns anschauen, was es alles gibt, mal einen Überblick zu bekommen, sehen wir, dass man eben nach wie vor zwischen Start-, Zwischen- und Endereignissen unterscheiden. Was wir bisher gesehen haben, waren allerdings Startereignisse ausschließlich auf Prozessebene, also diese erste Spalte, und die Verwendung von Zwischenereignissen, die eintreten oder ausgelöst werden können. Es gibt jetzt noch andere Prozesstypen, die wir dann später konkret an Beispielen anschauen werden. Das ist Start-Events in Subprozessen. Wie die verwendet werden, werden wir im übernächsten Video sehen. Und bei den Zwischenereignissen gibt es die Möglichkeit, diese an Subprozesse anzuheften. Was das bedeutet und wie man das verwenden kann, werden wir jetzt dann später gleich noch in diesem Video sehen. Lediglich bei den Endereignissen gibt es keine Subtypen, die haben wir damit schon vom Verwendungstyp her im vollen Umfang besprochen. Wenn wir es jetzt zeilenweise durchgehen, dann sehen wir die ersten drei Zeilen, die hatten wir schon besprochen. Das Blanko-Ereignis ist also ein Ereignis, das nicht näher spezifiziert ist. Verwenden wir üblicherweise, wenn wir einen Prozess auslösen wollen, ohne dass wir genau wissen, wann denn der beginnt, beziehungsweise wenn ein Prozess endet, ohne dass da noch weiter was passiert. Ein unspezifisches Zwischenereignis ist zwar grundsätzlich vorgesehen, hat aber wenig Sinn. Das würde nur sagen, der Prozess blockiert an dieser Stelle und wir wissen nicht genau, wann es denn weitergeht, habe ich in der Praxis so noch nie benötigt. Das Nachrichtenereignis wiederum hatten wir auch schon. Wir können einen Prozess durch den Empfang einer Nachricht auslösen. Wir können ihn beenden und dabei eine Nachricht noch wegschicken. Und wir können die Verwendung von Nachrichten auch innerhalb des Prozesses modellieren, indem wir mit dem eingetretenen Zwischenereignis eine Nachricht empfangen oder mit dem auslösenden Zwischenereignis eine Nachricht wegsenden. Die beiden mittleren lasse ich jetzt weg, die schauen wir uns dann bei den angehefteten an. Ähnliches gilt für den Timer. Wir können mit dem Start-Timer-Event einen Prozess periodisch zum Beispiel auslösen, also alle 14 Tage oder zu einem bestimmten Datum auslösen, und wir können mit dem eintretenden Timer-Ereignis auf eine Deadline warten. Wir warten jetzt hier 2 Wochen und dann geht es erst weiter. Ein auslösendes Timer-Ereignis kann es nicht geben, ist inhaltlich sinnlos. Ein Timer-Ereignis kann immer nur eintreten. So, das sind die drei grundlegenden. Das sind die, die man auch in der Standardmodellierung bei der BPMN immer wieder verwendet. Alles, was danach kommt, hilft uns dabei, komplexere Sachverhalte abzubilden. Und ich gehe das jetzt einfach einmal durch. Wir werden dann, es ist alles später auch im Skript und dann nochmal textuell beschrieben. Wir schauen es uns dann vielleicht nochmal, zumindest zum Teil, an Beispielen an. Was kann man brauchen? Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt Start- oder Zwischenereignisse, die von bestimmten Bedingungen, von bestimmten Regeln abhängen. Dafür kann, ich gehe jetzt absichtlich außerhalb der Reihenfolge durch, das Bedingungsereignis verwendet werden. Das Bedingungsereignis kann als Start-Event auftreten und kann als eintretendes Zwischenevent auftreten. Das heißt, wir können Prozessteile auslösen damit, indem wir bestimmte Regeln ausformulieren. Diese Regeln, die werden dann in einer Spezifikationssprache, in einer formalen oder einfach nur als freier Text
beschrieben. Wenn es als freier Text beschrieben ist, dann dient das Prozessmodell nur der Dokumentation. Wenn man es irgendwie formal in einer bestimmten Regelmodellierungssprache beschreibt, dann kann es auch dazu dienen, den Prozess halbautomatisiert auszuführen und auf den Eintritt dieser Regeln automatisch zu prüfen. Was kann noch Prozessteile auslösen? Das wäre das sogenannte Mehrfachereignis oder das Mehrfachparallelereignis. Das verwenden wir, wenn wir mehrere Ereignisse, sagt der Name schon, kombinieren wollen. Gibt es in zwei Varianten. Das klassische Mehrfachereignis, also wenn zum Beispiel zwei unterschiedliche Nachrichten einen Prozess auslösen können, könnte man so ein Mehrfachereignis verwenden. Bei dem Mehrfachereignis muss eine der Teilereignisse, der Einzelereignisse eintreten. Beim parallelen Mehrfachereignis müssen alle eintreten, bevor der Prozess beginnt. Es ist eine verkürzte Schreibweise dafür, dass wir ja eigentlich die Einzelereignisse auch ganz klassisch modellieren könnten, als separate Ereignisse und dann mit einem Gateway zusammenführen, bevor der Prozess dann auch tatsächlich beginnt. Und mit einem exklusiven Gateway hätten wir das klassische Mehrfachereignis, mit einem inklusiven Gateway hätten wir das parallele Mehrfachereignis. So, das ist nur eine Abkürzung im Wesentlichen. Die gibt's auch als Zwischenereignisse und das Mehrfachereignis, das mehrere Einzelereignisse auslösen kann, gibt's auch als Endereignis bzw. als auslösendes Zwischenereignis. Da können wir also mehrere unterschiedliche Abschlussereignisse dann auslösen damit. Als Variante, ich habe das vorhin schon einmal erwähnt in einem der vorhergehenden Videos, wo es um die Kommunikationsmodellierung gegangen ist, der Nachrichtenmodellierung, können wir das sogenannte Signal verwenden. Das Signal löst uns das Problem, dass Nachrichten immer nur 1:1 Kommunikation abbilden können, also immer nur von genau einem Sender zu genau einem Empfänger gehen können. Mit dem Signal können wir, jetzt gehen wir vom Sendenden aus, können wir eine Nachricht absenden, die dann an allen Stellen oder überall im Prozess, in der Prozesslandschaft, über alle Pools hinweg sichtbar wird. Das heißt, wir können das als Zwischenereignis absenden, wir können das als Endereignis absenden und auf dieses Signal kann dann an unterschiedlichen Stellen mehrfach reagiert werden. Als Startereignis, das kann also einen Prozess auslösen, oder als Zwischenereignis kann also Prozessteile, wo wir auf dieses Signal gewartet haben, dann auslösen. Ein Spezialfall, weil es kein echtes Ereignis ist, ist das sogenannte Link-Ereignis. Das sogenannte Link-Ereignis, wir haben dann hier weiter hinten gleich ein Beispiel hier, dient nur dazu, den Prozess übersichtlicher zu machen. Mit dem Link-Ereignis können wir weit voneinander entfernte Prozessteile verknüpfen, ohne dass es einen durchgängigen Sequenzfluss geben muss. Bei großen Prozessen ist es dann oft wirklich schwierig, diesen Sequenzfluss nachzuverfolgen. Da ist es manchmal sinnvoller, ein Link-Ereignis zu verwenden und das eindeutig zu benennen, sodass das Ende des Link-Ereignisses zum Startereignis dieses Link-Ereignisses zugeordnet werden kann. Nicht nur automatisiert, sondern auch in der Prozessvisualisierung. Das Link-Ereignis ist auch der einzige Ausnahmepunkt, wo es wo ein Sequenzfluss innerhalb eines Prozesses unterbrochen sein darf. Ich habe immer gepredigt, der Sequenzfluss muss durchgängig zwischen Start- und End-Event sein. Die Link-Events sind jetzt an sich Zwischenereignisse. Zwischenereignisse, von denen aber dann kein Sequenzfluss ausgeht oder in die keiner reingeht. Das bricht ein bisschen die Systematik der BPMN, ist aber einfach so definiert, nehmen wir so zur Kenntnis. Das waren die Link-Ereignisse. Die gibt es eben nur als Zwischenereignisse, weil sie innerhalb eines Sequenzflusses eines Prozesses eingesetzt werden können, um entfernte Prozessteile zu koppeln. Und dann gibt es noch vier Ereignisse, die es uns erlauben, auf Probleme im Prozess zu reagieren, Probleme zu reagieren, die wir vorhersehen, die wir also mitmodellieren, von denen wir aber hoffen, dass sie nicht eintreten. Wie die verwendet werden, sehen wir dann später gleich in einem Beispiel, wo es dann darum geht,
an Subprozesse solche Events anzuheften. Also die werden nur verwendet als angeheftete Events, beziehungsweise brechen einen Prozess ab, sind also End-Events. Wir schauen es uns dann gleich an. Der Abbruch und die Kompensation werden im Zusammenhang mit Transaktionsverwaltung verwendet. Das ist ein separates Video, das wir im nächsten Schritt dann diskutieren werden. Das Fehler-Event und das Eskalations-Event werden unabhängig von Transaktionen in Fehlerfällen in Subprozessen verwendet, um diese zum Beispiel abzubrechen. Das letzte Event, das wir noch nicht diskutiert haben, ist das Terminierungsevent. Das gibt es nur als End-Event und das hatten wir auch schon. Das Terminierungsevent bricht einen Prozess vollständig ab, egal ob an anderen Zweigen noch Tasks bearbeitet werden, wenn also irgendwo eine Verzweigung aufgetreten ist, bricht das Terminierungsevent alle Zweige auf der Stelle ab, sobald sie irgendwo eintreten. Wie wir es genau verwendet, haben wir schon mal in einem Beispiel besprochen, gehe jetzt an dieser Stelle nicht näher drauf ein. Gut, soweit zu dem. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt anschauen, wie das mit diesen angehefteten Events funktioniert und dabei diskutieren, wie man dieses Fehlerhandling denn in der BPMN in den Modellen abbildet.